Liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, wir werden Alt-Aaron verlassen. Wir haben hier noch die Quest offen für Yetai. Wenn ihr da einen Hinweis habt, vielleicht habt ihr auch in der letzten Folge, zu der letzten Folge schon einen Kommentar geschrieben, dann schon mal danke dafür. Wie das hier abgeschlossen werden kann. Meine Vermutung ist, man muss einfach Yetai hier mit in die Gruppe aufnehmen und mit ihr dann dorthin gehen. Ihr könnt das auch gerne bestätigen. Allerdings nur, wenn das ohne weitere Story-Spoiler geht. Ja, ansonsten schweigt einfach dazu. Okay, gut, dann gehen wir jetzt. Bad in den Hügeln werden wir nicht besuchen. Wir werden nach Hauerscheid gehen. Einmal schauen, was es für neue Ereignisse gibt. Und dann gehen wir weiter Richtung Südwesten. Reise dauert 10 Stunden. So, dann einmal zum Thronsaal. Cassil Aldori sagt, wir haben aus Brevoy einen Brief hinsichtlich Olex Handelsposten erhalten. Ja, das ist ja die Steuerfrage, die Steuerproblematik. Ich muss zugeben, Lady Yamandi war über eure Bitte, die Gerichtsbarkeit über Olex Handelsposten auf euch zu übertragen, nicht erfreut. Schauen wir uns das nochmal an hier. Brief von Yamandi Aldori. Lasst mich euch daran erinnern, dass der fragliche Handelsposten sich zwar auf dem Land befindet, das nur euch gehört, seine Eigentümer Oleg Leviton und dessen Gemahlin Svetlana jedoch aus Rostov stammen. Sie zahlen seit vielen Jahren ihre Steuern an Rostov und genießen den Schutz der Stadt. Rostov ist es nicht gewohnt, seine Untertanen abzutreten. Da Oleg und Svetlana jedoch den Wunsch geäußert haben, sich eurer Gerichtsbarkeit zu unterwerfen, ist Bürgermeister Selemius jedoch großzügigerweise dazu bereit, es geschehen zu lassen. Natürlich unter einer Bedingung. Der Posten der Levitons hat Schulden. Es ist wohl nur gerecht, wenn ihr als sein neuer Schutzherr die Stadt in dieser Höhe entschädigt. Zudem ist die Straße, welche den Posten mit dem Rest der Welt verbindet, in einem beklagenswerten Zustand und gehört dringend repariert. Da der größte dieser Straße, da der Großteil dieser Straße auf eurem Land verläuft, solltet ihr eure Fürsorge für eure Untertanen beweisen und alle nötigen Reparaturen durchführen. Das wird helfen, Handelsbeziehungen zu begründen. Und beweist auch, dass ihr von euren Bürgern nicht nur Steuern eintreiben, sondern ihnen auch beistehen wollt. Bis die Reparaturen abgeschlossen sind, bleibt der Handelsposten unter dem Schutz von Rostov. In Erwartung eurer raschen Antwort, in Wort wie Tat, Schwertfürstin Yamandi Aldori. Danke, Cassil, wir werden die Straße reparieren, oder? Wir können Yamandi nicht offen die Stirn bieten. Wir warten auf den richtigen Zeitpunkt, erklären, dass wir mit der Ausbesserung der Straße begonnen haben. Es gibt keinen vorgegebenen Zeitplan für die Instandsetzung, oder? Ich möchte mich eigentlich mit Yamandi Aldori gutstellen, beziehungsweise die guten Beziehungen fortführen. Jetzt sowas hinter dem Rücken. Also wir sagen danke, Cassil, wir werden die Straße reparieren. Mit Vergnügen, euer Gnaden. Die neue Straße wird den Handel mit Rostov verbessern, wovon alle Beteiligten profitieren müssten. In Tristians Gesicht liegt Entschlossenheit. Ich bringe schlechte Neuigkeiten von euren Untertanen.
Einer eurer Bürger hat mich heute auf der Straße angehalten und darum gebeten, euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Christian hält inne, als fehle ihm der Mut fortzufahren. Wisst ihr, einer der Händler, die heute Importwaren in der Hauptstadt verkaufen, hat nicht immer ein ehrbares Leben geführt. Unter dem Hirschkönig hat er für die Banditen mit Diebesgut gehandelt, für einen prozentualen Anteil, versteht sich. Der Schurke war an dem Tag, als ihr den entscheidenden Schlag gegen den Hirschkönig und seine Bande geführt habt, weit entfernt. Und heute ist er wieder im Geschäft. Vor den Augen derer, die er vor kurzem noch indirekt mit beraubt hat. Ich halte nichts von übereilten Urteilen, aber ihr müsst diesen Händler zumindest verhaften, um ihn zu verhören und ihm Gelegenheit zur Buße geben. Denkt nur an jene, die ihn jeden Tag auf der Straße sehen. Frei und trotz seiner Missetaten unbestraft. Das Volk verlangt Gerechtigkeit von euch, Baron. Auswahleffekte. Gemeinschaft plus 2 Wirtschaft, minus 3, 30 Baupunkte. Verhaftet diesen verschlagenen Händler umgehend. Er wird für den Verkauf von Diebesgut büßen, auch wenn das vor meiner Zeit war. Okay, machen wir das. Christian antwortet, ich werde die Verhaftung dieses Händlers anordnen. Wir werden natürlich alle Gerüchte gründlich untersuchen und die Wahrheit herausfinden, bevor wir ihn verurteilen. Neues Ereignis, Liebe des Volkes, Unterstützung der Vorhaben des Rates. So, dann werfen wir noch einen Blick auf die Karte, auf die Ereignisse. Tollsichtungen hat Kassil abgeschlossen mit einem Triumph. Unsere Speer haben die Gegenwart von Monstern bestätigt und die örtliche Miliz hat die Bedrohung erfolgreich eliminiert. Militär plus 3. Oh, schaut euch das mal an hier. Unruhige Gefilde, Erfolg. Der Rat hat den Einheimischen geholfen, eine Miliz aufzubauen, die ihre Häuser und Hauptstraßen beschützen kann. Die Baronie ist dadurch zu einem attraktiveren Zuhause für Neuankömmlinge geworden. Gemeinschaft plus 1, Loyalität plus 4. Geheimnisvoller Kult, Erfolg, nein, Triumph sogar. Die Bürger beugten sich der Vernunft und lieferten den Anführer des Kultes an die Regentin aus. Ohne ihr Oberhaupt ist die Sekte dem Untergang geweiht. Gemeinschaft plus 3. Okay, den Brief, damit haben wir uns ja beschäftigt. Was haben wir auch gemacht? Loyalität plus 1. Und es gibt ein neues Ereignis. Und Jod ist noch beschäftigt. Okay. Ein Tempel für das Volk. Eure gläubigen Untertanen haben eine große Geldsumme gesammelt, um ein Heiligtum zu errichten. Nun müssen die Gelder nur noch weise ausgegeben und dafür... Nun müssen sie die Gelder nur noch weise ausgeben und dafür sorgen, dass die Arbeiten fertiggestellt werden. Okay. Projekte. Straße zu Olex Handelsposten. Das ist ja für Yamandi Aldori, um sie zufriedenzustellen. Das sollten wir nicht auf die lange Bank schieben. Und wir hätten Oktave, die sich darum kümmert. Das werden wir, wenn wir genug Geld haben, um die 8 Baupunkte einzukaufen, dann machen wir das. Wir haben kein Geld. Dann gehen wir zu einem Händler und
besorgen uns Geld. Liebe des Volkes. Ah, die Projekte, die kosten immer Baupunkte. Hier. Unterstützung des Vorhabens des Rates. Geht Loyalität einen Rang nach oben. Ah, okay. Christian. Chance. Wir können das ja erstmal zuweisen. Noch nicht starten. 14 Tage. Boah, 1500 pp, okay. Vereinbarung mit Josef Selemius. Ja, wir haben keinen Kämmerer halt, ne? So. Also, wir haben das hier noch nicht gestartet. Aber das dauert ja 14 Tage und ich würde gerne... die Straße schon mal beginnen. Ja, und dann müssen wir halt... und ich gerne heute beginnen. So, das heißt, wir gehen jetzt zu einem Händler, beziehungsweise wir gehen erstmal zum Geschichtenerzähler. Und hier haben wir... ja, ich glaube, den langen Bogen plus 1 werden wir nicht ausrüsten. Ganz normaler Kompositbogen. Nee. Die Zeiten sind vorbei. Alte Russland-Münze 400 Gold. Thorak-Anhänger 400 Gold. Und da waren teilweise Sachen noch nicht vollständig. Okay. Ja, 800 Gold, das müsste eigentlich schon reichen. Und dann beginnen wir jetzt. Wir kaufen 8 BP für 640. Das ist offensichtlich ein Anzeigefehler. Nein, sei doch bitte nicht verbuggt. Wir haben 8. Wir gehen ja einmal raus. Das sind die 80, okay. Gut, da bin ich beruhigt. Und dann Ereignis starten. Endet in 30 Tagen, hat keine... ja, kein Risiko, glaube ich. Also es gelingt auf jeden Fall. Ich hatte da jetzt zumindest nichts gesehen. Und dann Christian. Projekt starten. So, Erfolg, Loyalität ist auf Rang 3 gestiegen. Das heißt, wir kriegen nur 1 BP und... ah, 2 gehen verloren aufgrund geringer Wirtschaft. Wir haben jetzt 64 BP. Jod hatte Erfolg. Der erste Schrein in eurer Hauptstadt
wird kostenlos gebaut. Das heißt, wir schauen uns jetzt erstmal die Hauptstadt an. Und schauen, ob wir hier jetzt einen Schrein bauen können. 12 Baupunkte. Also der erste wäre halt umsonst, aber ich glaube, wir haben ja gar keine Plätze mehr. Dann halt irgendwann mal... halt das Dorf auf eine Kleinstadt upgraden. Verfügt eine Baronie über mindestens 3 Siedlungen und 16 besetzte Bauplätze in der Hauptstadt, kannst du die Hauptstadt zu einer Stadt verbessern. Okay. Ich denke mal, nach den Trollen werden wir 3 Siedlungen haben. Ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen. Und dann können wir hier wir haben hier 9. 10, 11, 12. Ja, wird schon nicht funktionieren. So, die BP, die sparen wir mal auf. Ach, jetzt habe ich es zugemacht. Ja doch, gut. Oh! Die Kamelande beanspruchen. Die Kamelande sind zum Teil deines Königreichs. Die Kamelande zum Teil deines Königreichs erklären. 275 Baupunkte. Ja, okay. Das Gebiet hier. Damit habe ich nicht gerechnet. Hier haben wir halt ganz viel aufgeräumt gehabt. Okay. Flüche. Wow. Projekte. Oh Mann, meine Güte, ist ja viel los. Forschung über das Wesen von Flüchen. Benna Tannerson. Könnte eine Mutter ihr eigenes Kind verflucht haben, auch wenn es unwissentlich war? Ja, was ist besser? Projekt kosten 50 BP, lösen dauert 45 Tage. Ja, mach das ruhig mal. So, dann haben wir hierfür wahrscheinlich keine... Genau, der ist beschäftigt. Und Ereignisse 5. Ereignis des Monats. Okay, da könnte sich Kassil drum kümmern. Die Einheimischen langweilen sich und wissen nichts mit sich anzufangen. Das ist der perfekte Zeitpunkt für eine Feierlichkeit, aber zu welchem Anlass? Handelssteuern. Einige halbelfische Tuchhändler in der Hauptstadt haben eine Rechtslücke entdeckt, die es ihnen ermöglicht, so gut wie keine Steuern zu bezahlen. Die Nachricht verbreitete sich in der Händlergilde wie ein Lauffeuer. Wenn nicht unverzüglich Maßnahmen ergriffen werden, wird die Schatzkammer Verluste erleiden. Bastian plus 10. Ein Tempel für das Volk. Geht jetzt nicht. Eine erstaunliche Entdeckung. Geht auch nicht. Angriff der Trolle.
Kassil. Angriff der Trolle hört sich böse an. Sollte vorher gelöst werden. Was ob das dann überhaupt noch? Wir sind am 21. des 9. Monats und sollte vor dem 1. des 10. Monats gelöst werden. Wir versuchen das einfach mal. Die von Mega waren. Ach so, es ist jetzt so viel passiert, weil wir ja 14 Tage vorangeschritten sind, um die Loyalität zu erhöhen. So, wir haben hier einmal zugeordnet Kassil und einmal Christian. Und ihr startet eure Aktionen. Hier bin ich mir halt nicht sicher. Wir versuchen das. So, Brief von Megavan zum Thronsaal. Kassil Aldori sagt, wunderbare Neuigkeiten, euer Gnaden. Megavan, der Fürst von Warnburg, möchte ein Bündnis mit euch eingehen und eine Handelsroute zwischen euren Ländern begründen. Hier ist Fürst Warns Brief, seht selbst. Ehrenwerter Baron Elras, ihr schreibt euch Megavan, der Herrscher eurer Nachbarstadt Warnburg. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir uns beim Empfang begegnet sind und unsere Begegnung hat bei mir großen Eindruck hinterlassen. Ihr seid ein mutiger Krieger und ein weiser Herrscher, weshalb ich hoffe, eure Unterstützung zu gewinnen und damit den Grundstein für eine feste Freundschaft zu legen. Ganz gleich, ob die Götter oder die Schwertfürsten dazu beigetragen haben, dass wir Nachbarn geworden sind, ich bin überzeugt, dass unser Bündnis so unerschütterlich sein wird wie ein Fels. Um die Begründung unseres Bündnisses zu begehen, lade ich euch ein, Warnburg zu besuchen und euch zu überzeugen, dass ich gute Absichten hege. Die Stadt ist noch jung, doch wir haben unseren Gästen viel zu bieten. Unsere Keller sind voll mit Weinfässern, unsere Lagerhäuser mit Getreide und Käse. Es ist ein leichtes, meine Stadt zu erreichen. Der Weg nach Warnburg liegt im Osten, jenseits des Silberstufensees, über dem Kamm der Hügel von Livenys. Man kann sich in dieser Gegend kaum verirren. Ob ihr meine Einladung annehmt oder nicht, möchte ich noch eine weitere Bitte an euch herantragen. Ihr bitte zieht in Erwägung, ob wir nicht eine Route zwischen unseren Ländern begründen und Handel miteinander treiben wollen. Ich bin überzeugt, dass wir von diesem Bündnis beide nur profitieren würden. In freudiger Erwartung eures Besuchs, hochachtungsvoll, Baron Megavan. Bocke, guten Tag. Ich wollte euch nur sagen, dass mein kleiner Laden bestens läuft. Die Leute hier lieben ihren Herrscher und wenn ihr, geliebter Baron, die Tränke des alten Bocken kauft, ist letzterer gewiss ein würdiger Alchemist. Hier ist ein Geschenk für euch, wo wir gerade dabei sind. Trank Standort vortäuschen. Ah, das hatten wir ja gehabt, als als wir in der Höhle waren, da hat ja der eine Gegner genau diesen Buff gehabt. Und dann hatten wir eine Fehlschlagchance von 50%. So, jetzt schauen wir mal. Handel einrichten. Beziehungen plus 1. Projekte im Bereich Wirtschaft. Ja, da haben wir keinen passenden Kandidaten. Wir würden bekommen 2 BP pro Woche, ja. Ja gut, kann man jetzt nichts dran ändern.
Wir schauen, dass wir in der Hauptstory voranschreiten und dann werden wir mit Sicherheit auch eine Kamera bekommen. Eras trägt eine interessante Waffe. Den Dolch von Jetal. Ah. So. Dann brechen wir auf. Wir gehen noch kurz zum Händler, dass wir die unnötigen Gegenstände verkaufen. Guten Tag, euer Gnaden. Neo, okay. Obwohl, wir können auch bei ihm die Sachen verkaufen. Die Fackel natürlich nicht. Und Jetals Dolch auch nicht. So. Kurzschwert mit Blitz. Ja, eventuell wäre das was für Regonga. Eras wird ein Langschwert tragen. Valerie trägt ihr Bastardschwert mit Feuerschaden. Ja, komm, verkauf das ruhig, das ist gutes Geld. Langbogen plus 1 brauchen wir auch nicht mehr. Kompositbogen auch verkaufen. Dann auch das, was wir hier so gefunden haben. Und dann plus 7290. Jawohl. So. Oh, Rastvorräte, Leute. Die habe ich vergessen. Und hier, Reste des Bombenwerfers. Die könnten wir eigentlich nochmal in die Truhe packen. Okay. Leute, ich bereite das mal soweit für die nächste Folge vor und dann ziehen wir los. Macht's gut. Bye, bye.